Herzlich willkommen zur nächsten Final Fantasy 13 Lightning Returns Episode hier auf Super Games for You. Ich bin Suido. Und wir gehen jetzt erstmal shoppen, gucken, was es hier so gibt. Was ist das denn? Feuerfinale Stufe 2 hat das als Zauber. Angriffszauber plus 10%, Angriffszauber plus 80%. Okay. Musik gefällt mir. Eisfinale. Das ist Elektrokram. Waldläufer Aero, okay. Playboy-Brille. Aha. Strohhut. Strohhut finde ich cool. Safari-Hut ist auch cool. Okay. Ich weiß nicht, die Dings finde ich jetzt nicht so geil hier mit dem Feuerfinale und dem Quatsch. Jetzt nicht so meins. Aber ich kaufe mal den Strohhut, der ist ein bisschen cool. Können wir bestimmt in irgendwas mal irgendwann einbauen. So, hier haben wir den Trainer. Mal gucken, was der so hat. Ein paar Beiträge können wir gut gebrauchen. Sieht so aus. So, perfekt. Sind wir da auch wieder ausgestattet. Dorfkantine, es gab Essen. Wieder voll, passt. Herbergen, TP-Tausch gegen Zeit teilen. Beim Rasten in Herbergen werden deine TP vollständig geheilt. Du kannst selbst festlegen, wie lange du dich ausruhen willst. Da du jeden Morgen in die Arsche gerufen wirst, kannst du jedoch nur bis maximal 6 Uhr in der Herberge verweilen. Beachte ferner beim Festlegen deiner Ruhestunden, dass die kostbare Zeit auf Nova Crystallias weiterhin verstreicht. Dann nein, danke. Das werden wir wahrscheinlich niemals dann nutzen. Das davon erscheint der Gitzer-Kali zu sein. Sonst gibt es hier nichts mehr an Läden, so wie es aussieht. Was haben wir hier für welche? Hello there, stranger. Welcome to Canopus Farms. My name's Garrett. Guess you could say I run things around here. What can we do for you? I've come to talk to your vet, Dr. Ghazal. Ah, got it. You want to know about the Angel of Valhalla, right? Well, Dr. Ghazal's your man. Let's go. Yeah, well, that's what everyone tells me. He's been chasing that white chocobo for over a century now. No one comes close to his passion and expertise. It's all he cares about since his daughter died. What is it? Ah, damn. I shouldn't have said anything about his daughter. It's not a secret or anything, but he really hates anybody talking about it. The doctor first came out here with his daughter. They planned to learn about the legend together. But about a century ago, she was killed while they were both out tracking chocobos. It was tragic. The doctor never really told the whole story of what happened. But after that, he threw himself even deeper into his research and work. Soon, it was all he cared about. But listen, promise me one thing, okay? I won't let on that you told me. Don't worry. Thanks, I'd appreciate it. I mean, everyone around these parts knows the story, of course. But he wouldn't like it if strangers started asking about his past. Anyway, if you're interested in seeing the legendary Chocobo for yourself, Dr. Ghazal is the man you have to talk to. They say he's seen the Angel of Valhalla more than a few times. At least a Chocobo that looks just like it. Sounds like he could help. I'd bet my hunting bow on it. Well, may nature bless you. What do you mean? It's just a saying we have out here in the wildlands. It means good luck. Alles klar. Was hast du zu erzählen? Excuse me, do you know anything about the Angel of Valhalla? Do I? You're as smart as you look coming to me with that question. I'll have you know I am the oldest, yes, that's right, the oldest surviving student of the great Dr. Ghazal himself. First, the basics. The legendary Chocobo, the so-called Angel of Valhalla, is not a creature anyone can find just by looking for it. Except, I'm guessing you're gonna tell me that you can. Not quite, but I can tell you what the good doctor has told me. That angel is anything but angelic. It's a rough, wild beast. Okay. He deliberately seeks out his mortal foe, the Chocobo Eater. So you see, if you wish to find the white Chocobo of legend... I should find a Chocobo Eater. Precisely. I knew you were smart. Now, the last sighting of a Chocobo Eater was in the City of Ruins. The ruins lie in grim terrain that stretches yonder to the east. But the Chocobo Eater is a fearsome beast. Be prepared for a fight. Okay. If you want to find a prey, seek out friends.
The vegetables they grow make perfect fodder for the chocobos. Fresh air, get to work. You should head east and find the city hall. Hey, hey, don't step on the vegetables. Hatte ich nicht vor, Mann. I didn't mean to. It's all right. No harm done. I was only warning you. I've just planted a whole crop of Gazal seedlings. Right. Chocobo's favorite food. Yep. And our bread and butter. My name is Sirala, by the way. This is our field. My father's and mine. We've always worked it together. Nice to meet you and everything. And everything, okay. Aber irgendwie jetzt hier was kaufen mäßig, davon kann man nicht, oder? Sollten doch irgendwo auch das Zeug herholen. Na, gucken wir mal, was der Doc zu sagen hat. I want to know more about the Angel of Valhalla. Go away. I heard you know things. The encounter is ordained. You have been led to the fountainhead whence the chaos flows. Does that mean anything to you? Great Etro's helm. Where did you hear those words? Who spoke them? A young girl. But I never saw her. A maiden's voice born on the wind. Yes. Yes, that's how I heard them too. So it would appear that she has spoken to both of us. Very well. So schnell geht's. I will share what I know. The angel is a tempestuous chocobo that lives in these plains. I myself have glimpsed the creature many times, but unfortunately have never succeeded in capturing him. It is said whoever can break him and ride him will become his master. But I've long since given up hope that it shall be me. Nor me. I don't know anything about chocobos. Don't rule yourself out, young lady. You may be the one. If you're telling the truth about the voice, that is. It's true, not everyone who hears the voice is the chosen one. But rest assured, the encounter will happen. The legends tell us that the chocobo's chosen master will be led by the chocobo to a certain place. I speak of that dread edifice whence the chaos emerges. The temple of Etro herself. Okay. You mean the one built into the cliff? The very same. And deep below that sinister haven of destruction, an ocean of chaos roils, the great chaos of the stories. Hmm, what does that mean? Is it a different kind of chaos? Alas, the legends give us few details. If you wish to find an answer to that question, you will have to seek the truth in the temple. And to do that, I've got to find and tame the Angel of Valhalla. Yes, indeed. But that, let me assure you, is no easy task. Habe ich mir auch schon gedacht. I have a couple of assistants who live here in the village. Talk to them, and they can give you advice about finding the Chocobo. An ocean of great chaos. I just want to thank you for telling me what you know. Well, you claim to have heard the voice, and that's when I decided that you were a person I could trust. You said you heard her too, the young girl. Was it recently? Oh, I wouldn't say that. Why, it was nigh on 100 years ago. I well remember the day. But that's enough talk. Anyway, what value is there in indulging an old man's urge to prattle of the past? Young woman, you have better things to do, such as finding the Angel of Valhalla. No, I'd say it's like... In this village, you... Take your chocobo questions to him. He's not a complete log. Okay. Ich will eigentlich aber ganz gerne hier noch so ein bisschen Links kaufen. So Bitterkrautzeug. The doctor's assistant looks so busy, don't you think? Für die eine Zwischenquest da. He has two, but I'm talking about the guy. His name is Seven. Or it is now. I'm sure the doctor's been working him to the bone, as always. And you think? You can tell just by looking. Seven is very clever. Okay. Wenn du es sagst. It's certainly possible. The vegetables they grow? Or maybe... I don't know what to do. This is the place to get chocobo fodder, but without coal... Hey. So you talked to the doctor. Hope it went okay. He's got a hell of a temper. How are things? Gazal is actually the name of the chocobo's favorite vegetable. I guess someone called him that one day. The name stuck, for better or worse. Okay. Wo kriege ich das Kraut her, verdammt? Einfach klauen geht wohl nicht. Mal gucken, was der hier zu sagen hat.
If you seek the Angel of Valhalla, take my advice. Head east to the City of Ruins. Ja, super, das wissen wir ja schon. Nach Osten, da also wahrscheinlich hin. Erkunde die Ruinen. Wo ist das Fragezeichen? Ist doch gar nichts mehr. Seltsam. Gucken nochmal bei den Krämer und Kram, ob der vielleicht so Gitterkrautzeug hat. Doch, da hat. Hallo Krämer. Can I help you with something? Nö, gut. Habe ich gedacht, dass man das hier irgendwo kaufen kann. Vielleicht geht das jetzt einfach noch nicht. Sagen wir, verschwenden ja auch gar nicht mehr groß Zeit, machen auch mal das Ding wieder an. Das Chronostasis. Und dann gucken wir mal, dass wir schnellstmöglich da oben in diese Trümmerstadt gehen. Hast du was zu sagen? Nein. Hier ist eine Blume. Nehmen wir mal mit. Warum wir ja auch für so eine Nebenquest, wenn ich mich richtig erinnere. So, mal gucken, ob das Ding auch dahin führt, wo wir hin müssen. Ja, gut, dass auf der Map passt. Das Symbol. Da ist ein Gegner, der sieht gefährlich aus. Was, ich kann nicht kämpfen? Warum kann ich nicht kämpfen? Was aber ich mal in der Nähe von der Stadt war wahrscheinlich. Okay, gucken wir, was das kann. Wir wissen noch nichts über das Viech. Sieht aber... Was, wie viel TP hat er? Ach du Fuck. Er sieht ein bisschen gefährlich aus. Schwäche ist Frost und Blitz. Feuer ist halbiert. Okay. Alles klar. Amanda, was wenn du so ein Killer-Viech bist. Ich bin so ein bisschen begeistert von. Erstmal die Waffen bei den guten. Aero haben wir noch nicht ausprobiert. Oh, ich keine Punkte mehr. Der Feuer ist ja nicht so gut. Wichser, ey. Was geht denn ab hier? Aero wollte ich noch ausprobieren. Aero ist auch halbiert. Also ist Frost und Schock am besten. Frost und Blitz meine ich natürlich. Irgendwas Neues rausgefunden? Nein, haben wir nicht. Was macht denn jetzt? Oh, okay. Was, er hat sich geheilt irgendwie oder so? Was war das denn? Jetzt, das check ich jetzt nicht so ganz. Lightning strikes. Blitzfresse. Okay. Holy shit, was geht denn ab hier? Aber wir hätten vielleicht nicht unbedingt gegen ihn kämpfen sollen. Der kann nämlich irgendwie ein bisschen was. Wieso auch immer. Der ist im Zockmodus, das ist gut. Go, go, go. Ordentlich zeigen, wo der Hammer hängt. Okay, das läuft doch. Nachsetzen, ja. Okay. Nicht so gut, Feuer brauchen wir nicht. Das läuft doch ganz gut, würde ich sagen. Feuer, nicht so gut. Okay, heilen. Definitiv. Der hält mir ein bisschen zu viel aus, wenn ich ehrlich bin. Das war gut geblockt. Holy shit, ey, das hält den jetzt nochmal auf zu erinnern. Blocken. Okay, wir sind Schockbooster, glaube ich. Ja, sehr gut. Der ist heftig, Mann.
Richtig heftig. Sehr schön. Evil has a price. Oh fuck, da sind wir tot. Na gut, wir haben ja eine Phoenix-Rede. Die müssen wir ja benutzen können. Ja, gut. Okay. Was geht denn ab hier, ey? Physische oder Eis- und Blitzelementarangriffe ausführen. Bonus bei sofortigem Konter. Angriffe im ersten Schockzustand ausführen. Physische Gegnerattacken blocken. Okay. Für die Schockbedingungen. 18.000 hat er noch. Richtig heftig, der Gute. Ach du fuck, ey. Nein. Der ist mir zu krass, ey. Ganz ehrlich. Okay, wir haben ihn wieder im Schockmodus. Super. Ordentlich zusetzen jetzt. Go, go. Alles drauf. Alles weiter. Immer drauf. Nachsetzen. Perfekt. Immer weiter. Oh, wir haben es geschafft. Oh man, also der hat uns mal umgeweckt. Wir müssen erstmal einkaufen gehen nochmal. Leider. Da gibt es 2 EP immerhin. Unheilfang. Holy shit, ey, der ist heftig gewesen. Wo ist denn hier die Siedlung jetzt erst nochmal? Zielort. Gut. Nochmal hier hin, ey. Holy shit. Das Gute ist, wir haben irgendwie Chronostasis voll, obwohl wir, also die EP voll, obwohl wir Chronostasis benutzt haben, das wollte ich sagen. Kommt immer noch nicht drauf klar, dass der so uns umgewichst hat, ey. Das war schon heftig. Lass mal einkaufen. Dann machen wir hier 3 Heiltränke. Ich weiß nicht, ob wir hier vielleicht zu früh hingegangen sind oder so, weil die sind ja doch ganz schön stark. So, eingekauft haben wir. Vielleicht war das auch irgendwie ein Questkerl oder so, könnte ich mir auch vorstellen. Ja, das reicht, denke ich. So, weg hier. Gehen wir wieder dahin, wo wir hin müssen. Holy shit, ey. Also wir müssen schon ein bisschen aufpassen, dass wir nicht gegen alles kämpfen, was wir sehen, glaube ich. Oder zumindest ein bisschen vorsichtiger beim Kämpfen dann sind. Weil der war übel. Von der Basis ist weg, machen wir direkt die nächste an. Ja, danke. Gar keine Zeit erst rumgehen lassen. Das Beste meiner Ansicht nach. Was haben wir da für einen Gegner? Irgendeinen leichten, glaube ich. Okay, vielleicht soll man nicht auf ihn fallen. Was hat der? Physischen Magikampf im Bonus bei Nimmersatt, okay. Kein Problem. So, den haben wir. Der war easy. Leichter Hieb Stufe 1. Okay. Hatten wir, glaube ich, so auch noch nicht. Interessant. Auf alle Fälle. Da haben wir 2 Gegner. Oh. Ich spiele nicht, ey. Wichser. My sword strikes like lightning. So, go, go, weg mit dir. Geblockt ist sehr gut. Oh, Blitz ist nicht so gut. Ich glaube, Blitz reicht ihn. Ja, Blitz absorbiert er. Der Schweinebrüster. Nicht so gut. Okay. Haben wir das also auch rausgefunden? So, perfekt. Das ging relativ easy.
240 Geld passt auch. Das ist irgendwas. Da geht's, glaube ich, hin, ne? Wo wir hin wollen. Ne, das ist das Falsche. Wir müssen auf den, nach dem anderen gehen. Da müssen wir rum. Auch wenn ich noch nicht weiß, wie wir da hochkommen, irgendwie. So richtig. Da haben wir wieder Gegner, da sind wir wieder Pudding. For a while it was the center of all human culture. Alles klar, sehr gut. Die haben uns das letzte Mal das Gelee gegeben, das wir brauchen. Heißt uns absorbieren, alles klar. Wieder was rausgefunden. Alles klar. Zack, zack. Blitz ist sofort Schock irgendwie, habe ich das Gefühl. Weiß nicht, so richtig vorangekommen sind wir jetzt aber auch noch nicht. Lustigerweise. Da haben wir was bekommen. Eisstufe 1. Müssen wir unbedingt mal zusammenführen, dann bald mal in Luxarian sind. Well, judging by the season, it ended a long time ago. Da haben wir wieder so ein Tier. Hier geht's right hier rum. Okay, hier geht's ins Chaos rein. Okay. Hallo. Das Angreifen ganz schön gut, das ist doch jetzt. Okay, die sind jetzt 50% stärker, also müssen wir mal aufpassen. Mal durch die Protesten tragen. So, das haben wir. Die heilen sich ja auch hier drinnen, irgendwie Stück bei Stück oder so. Irgendwie war das doch so. Wenn ich mich richtig erinnere. So, weg mit dir. So. Also wieder mal normal an. Ich weiß nicht, wie es mit der Aero aussieht. Schon mal einmal ausprobiert. Sieht ganz eklig aus. Aber gut, brauchen wir ja auch nicht unbedingt. So, das war's. I saw this coming. Oh, achso, das Bonus für das, für den Chaos-Kram. Eis- und Frostschlag und Regenbogen-Jubilee, sehr schön. Oh, hier sind Chocobo-Reiter. Now, stay, friend. These lands are filled with dangerous beasts. What's more, a Chocobo eater rampages okay. In the east. If a Chocobo predator's out there, there must be Chocobos too. Oh, so you were seeking the wild Chocobo. Ja. Normally, I would warn city folk from such folly, but you look capable enough. But know if you find yourself in trouble. Return quickly to the high road. My people are there and we'll okay. Gut zu wissen. You want to hear something eerie? I found large white feathers scattered in a clearing up the trail there. Okay. White as clouds they were, but stained with blood. It looked as if there'd been a violent battle. I saw chocobo eater tracks around the area. I'd recognize them anywhere. But I don't know what kind of bird it was after. The only white bird of that size I know is the white chocobo out of the stories. What would happen to the legend? I mean, if the angel ended up being killed. Lustig, the tracks lead on into the middle of the ruins. But I'm not prepared to go in there alone. Alles klar, da haben wir unsere Infos bekommen, die wir brauchten quasi. Ich wollte eigentlich mal gegen den Kampfgarnituren nochmal gucken. Den könnten wir denn den coolen Hut mal aufsetzen. Die hat schon eine Brille. Die kriegt jetzt einen Hut verpasst. Metallarmband, was bringt das? Die Protestresistenz 100%. Okay, können wir ruhig mal drauf machen. Imp-Emblem, was bringt denn das? Angriffszauber plus 15%. Das brauchen wir eher bei einer anderen. Dekor. Sag keinen Strohhut auf. So, hier brauchen wir dieses Imp-Emblem. Angriffszauber plus 15%, das klingt gut. So. Das passt ja.
Dann sind wir bei 25 Minuten. Dann würde ich sagen, speichern wir an der Stelle mal und machen einen Cut. Ich bedanke mich immer fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.